Hoi, ich bin der Zimi und mache eine Berufslehre bei der Jura Zement. Ich erkläre dir ganz einfach, was Zement ist und wie er hergestellt wird. Zement ist das Bindemittel für den Baustoff Beton. Zement wird mit Sand, Kies und Wasser zu Beton vermischt. Als Rohstoff für den Zement braucht man hauptsächlich Kalkstein und Mergel. Beides wird im Steinbruch mechanisch oder mittels Sprengungen abgebaut. Ein Pneulader lädt das Gestein auf einen Muldenkipper, der es zu der Brecheranlage transportiert. Hier werden die Brücken verkleinert. Der Kalkstein und der Mergel werden separat über Förderbänder in die Rohmaterialhalle transportiert. Nachher wird das Rohmaterial in der Rohmehlmühle gemischt und zermahlen und kommt als Rohmehl in einen Silo. Im anschliessenden Brennprozess wird das Rohmehl im Drehrohrofen auf 1450 Grad Celsius erhitzt. Daraus entsteht der Zementklinker als Zwischenprodukt. Der wird abgekühlt und in den Klinkersilos zwischengelagert. Jetzt geht es in die Mühle, wo der Zementklinker mit ein bisschen Gips zu feinem Zement gemahlen wird. Braucht eine bestimmte Zementsorte zusätzliche Bestandteile, werden die hier beigemischt. Am Schluss wird der Fertigzement in grossen Silos gelagert. Von da wird der grösste Teil lose auf Bahnwagen oder Lastwagen verladen und geht an die Betonwerke. Ein kleinerer Teil wird in Säcke abgefüllt und an Fachhandel geliefert. Zement ist aber nicht einfach nur ein Baustoff. Ohne Zement geht eigentlich nichts. Zement ist Energie. Es braucht ihn für den Bau von Staumauern, Kraftwerken und Windrädern. Zement ist Lebensraum. Er wird gebraucht für den Bau von Wohn- und Gewerbebauten. Zement ist Mobilität. Es braucht ihn für den Bau von Strassen, Bahntunnel und Flughäfen. Und Zement ist Zukunft, weil die Schweiz ihren Bedarf an Zement eigenständig decken kann und dabei viele Hunderte von Arbeitsplätzen sicherstellt. Durch die Verwertung von Abfallstoff und durch neue Zementsorten wird bei der Zementherstellung viel CO2 eingespart. Von 1990 bis 2010 hat die Zementindustrie in der Schweiz 1,5 Millionen Tonnen weniger CO2 ausgestoßen. Durch das Recycling von Aushub- und Abbruchmaterial wird die Umwelt zusätzlich entlastet. Übrigens, am Ende der Abbauphase wird der Steinbruch der Natur zurückgegeben. Für die Forst- und Landwirtschaft und als Lebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Alles klar? Oder hast du noch Fragen? Komm doch mal in Zementi oder schau vorbei auf www.jurazement.ch. Ciao!